Ah, auf jeden Fall wunderschöne Gegend hier, gefällt mir richtig. Bei Nacht, dann auch mit der Barriere. Wow, sehr schön. Okay, ich nehme erstmal einen Zug von meinen Sumpfkrautstängelchen, was ich mir zusammengepflückt habe. Machst du noch was anderes außer rauchen? Zurzeit nicht. Okay, gehen wir den Gerüchten der Sektenspinner jetzt einfach mal auf den Grund. Und schauen uns das Lager an. Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Ich habe gehört, ihr seid auf der Suche nach neuen Leuten. Ich will mich euch anschließen. Dann sei willkommen. Die Bruderschaft des Schläfers hat einen Platz für jeden, der sich vom Geist des Schläfers führen lassen will. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du versuchen, die Aufmerksamkeit von Baal Namib zu erregen. Er steht direkt auf dem Platz hinter dem Tor. Aber du darfst ihn nicht direkt ansprechen. Warte, bis er dich anspricht. Ah, okay. Ich brauche eine Rüstung. So eine Templerrüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Immerhin, besser als nichts. Umsonst gibt es den allerdings nicht. Natürlich. 500 Erz! Wollt ihr mich... Oh, ich dachte, ihr seid hier so großzügig. Wie sieht's im Lager aus? Alles ruhig. Geh nur rein. Alles ruhig. Nur der sumpfige Geruch hier lässt die Atmosphäre etwas anders erscheinen. Okay, einen Novizenrock bekommen wir also auch nicht umsonst. Auch noch 500 Gold. Also mal ganz im Ernst, das ist, ja, fast geschenkt. Baal Namib Lester. Hallo Lester. Ein großer Name hier in Gothic. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Baal Namib angesprochen hast. Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Okay, also ansprechen dürfen wir sie auf keinen Fall. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Ah, das ist gut. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen. Zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Und daran glaubst du? Hey, ich bin seit 2 Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange 2 Jahre sein können? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Okay. Erzähl mir was über die Gilden. Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers, denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen. Aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Okay. Das wird auch unser Weg sein. Und zwar Novize, Templer. Wir wollen Templer werden. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Cor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Baal Namib hier ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Cor Kalom schicken.
Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher, ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. Okay. Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein, aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Okay, schauen wir mal. Der Schläfer möge dich behüten. Ja, danke. Schauen wir uns aber erst einmal hier um. So, wir nehmen mal die Fackel weg. Nein. Komm, steck das Ding. Die richtige Entscheidung. Ja. Mach Platz. Ja, ich mache ja schon Platz. Aber vorher grillen wir noch etwas Fleisch, damit wir unsere Nahrungsreserven hier etwas köstlicher gestalten. Das wird lecker. Brutzel, Brutzel. Brutzel in der Nacht. Kurz nach 8. Okay. So, hier in der Gegend, was ist hier? Hier war doch irgendwo eine Leiter. Ist das hier die Leiter? Ja, hier ist die Leiter. Schauen wir mal. Kommen wir da nach oben? Okay. Wunderschöne Aussicht. Schön ein Wasserfall in der Nähe. Alles super schön eingerichtet. Hier gefällt mir richtig. Natur pur. Schön. Aber ohne Fackel ist das hier doch ein bisschen sehr dunkel. Und ja, meine Fackel finde ich wohl nicht mehr wieder. Oder? Liegt die hier noch irgendwo? Nein. Gut, dann schauen wir uns selber mal etwas um. Moment, wir haben doch aber sicher noch irgendwelche Fackeln. Nee. Wir haben keine Fackeln? Oh, 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 oh. So, was ist hier los? Hallöchen. Hey, du. Ja? Zieh dich. Ich wollte doch nur mit euch reden. Doch, was gut für dich ist. Ja, okay. Gut, also Fremden gegenüber ist das Sektenlager auch nicht gerade freundlich gesonnen. Okay. Also, man sieht sie hier nur rauchen, rauchen, rauchen. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hier schlafen können. Können wir eventuell hier kurz rein? Ja. Ich schlafe nur schnell mal. Ja, bis zum nächsten Morgen. Hat das funktioniert? Ja, hat funktioniert. Schön. Hey, du. Ja? Bleib aus den Hütten draußen. Ja, mache ich. Danke. So. Wenn wir hier auch mal dran ziehen, vielleicht eröffnen sich uns auch ein paar andere Dimensionen. Schön. Jetzt habe ich auch voll den Durchblick hier. Von wo kommen wir? Moment. Helvin, hallöchen. Schon wieder aufstehen. Ja. Hi. Du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Ich kenne Dusty. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn noch mal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht 10-mal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich's auch nicht mehr. Wird's ihm ausrichten, wenn ich ihn noch mal sehe. Sehr schön. Natürlich ist es hier für euch angenehmer, weil ihr hier einfach nur rumsitzen könnt, euch die Birne vernebeln könnt und sonst was alles. Wirkt sehr gechillt hier der Ort. Was ist das hier? Ah, irgendein... Das sieht auf jeden Fall aus wie Erz hier oben.
So, wie heißt du? Na, Yoru. Was machst du hier? Ich verbreite die Lehre des Schläfers an die Novizen. Ich bin selbst noch Novize, aber bald bin ich ein Baal, einer der Gurus. Ich habe sogar schon mit Iberion geredet. Er ist der Auserwählte. Er hat mir gesagt, wenn ich hart an mir arbeite, bin ich bald selbst ein Meister. Aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Eilt ja nicht, verstehst du? Meister kann ich ja immer noch werden. Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. Was ist denn deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe hier? Ich teste mit den Jungs hier die neuen Substanzen, die Kor Kalom in seinem Alchemielabor entwickelt. Sein Gehilfe bringt alle paar Tage was Neues raus und wir testen es dann. Dieses Kraut öffnet deinen Geist. Wenn du die richtige Menge einnimmst, kannst du in Kontakt mit dem Schläfer treten. Hattest du schon Kontakt zum Schläfer? Nein, bis jetzt noch nicht. Wir kriegen auch nie genug von dem Zeug. Kalom will zwar immer von mir wissen, wie die Wirkung war, aber ich habe den Eindruck, meine Meinung interessiert ihn gar nicht so sehr. Wenn ich die Wirkung anregend fand, gibt er das Zeug direkt weiter an die Gurus. Aber bald bin ich ja selber ein Guru. Dann kann ich bis an meine Grenzen gehen und auch die Stimme des Schläfers vernehmen. Ja, dann kannst du dir komplett die Birne vernebeln. Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Ich bin zwar noch kein Guru, aber ich habe einigen Einfluss in der Bruderschaft. Du müsstest mir einen kleinen Gefallen tun. Bist du schon bei Fortuno gewesen? Nein. Dann geh zu ihm und hol dir deine tägliche Ration ab. Wenn du mir alles Sumpfkraut überlässt, das er dir gibt, sind wir im Geschäft. Ich denk drüber nach. Ich habe Sumpfkraut bei mir, du kannst es haben. 3 schwarzer Weiser waren ausgemacht und nichts anderes. Besorg mir erst das Kraut, dann sind wir im Geschäft. Ja, auch noch Ansprüche stellen. Aber okay, wenn er uns helfen kann, werden wir auch das tun. Fortuno. Okay. So, du bist nur Novize. So, von wo kamen wir? Ich glaube, wir kamen von dort. Dann gehen wir mal hier lang. Wer bist du? Templar. Ja, du kannst vorbei. Brauchst ja nicht so unfreundlich sein. Oh, was haben wir hier? Ein Tempel? Tempelplatz? Na, alles Novizen, Tails. Natürlich mal wieder am Rauchen. Gib mir doch auch mal einen Stängel. Ach du meine Güte. Gequatscht wird viel. Ja, er redet nicht mal mit uns. Er denkt wohl, er ist auch ein Guru und hat es nicht nötig. Haben wir hier auch was zum Rauchen? Nein, leider nicht. Okay, dann können wir auch nicht mitrauchen. So, wer bist du? Templar. Templar? Novize, Novize. Okay. Ach, so ein Templar zu sein, das wäre ein Traum. Schönes, dickes Schwert. Das passiert. Nur die Glatze muss nicht unbedingt sein. So, wem haben wir hier? Du siehst wichtig aus. Alles Novizen. Baal Thion. Der Schläfer sei mit dir. Hi, ich bin neu hier. Alles klar, Alter? Ja. Okay, die reden wirklich nicht mit uns. Ja, am Tempelplatz haben wir, glaube ich, gar nicht zu suchen. Kommen wir hier hoch? Ah, die Hintergrundmusik gefällt mir. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Okay. Gut. Mit den Templern möchte ich mich nicht anlegen. War doch klar, dass das Ärger gibt. Daher gehen wir einfach wieder zurück. Okay. Müssen wir uns langsam mal zusehen, dass wir hier
die Gebiete etwas inhalieren, dass wir uns ja auch immer zurechtfinden. So, wo sind wir hier? Da oben raucht auch schon wieder einer. Novize, Novize. Wir speichern mal. Weil ich bin mir immer wieder unsicher. Nicht, dass man hier die Leiter runterfällt und dann... Ah! Tot und dann dürfen wir alles nochmal neu machen. Das muss nicht sein. Ja, wozu sag ich das noch? Moment. Eben wir noch? Wir haben uns doch eben noch bewegt. Okay, das sind wahrscheinlich die letzten Zuckungen. Na gut. Gut, dass wir gespeichert haben. Also, ich wusste das jetzt echt nicht, aber irgendwie hat der Typ da oben uns den Weg versperrt, dass wir da hochkommen. Ich versuch's einfach nochmal. Du geh mal bitte aus dem Weg, ich würde hier gerne mal vorbei. Okay, das gibt's nicht. Versperrt er uns den Weg da oben? Ob das geplant ist? Sollen wir hier nicht hoch? Ah, hier gibt's ja noch eine Leiter, gehen wir einfach hier hoch. Okay. Aber das ist hier wohl die obere Ebene. Sind hier wichtigere Leute oder wie läuft das? Ah, jetzt kommen wir hoch. Super. Okay. Kein. Okay, hallo. Nächstes Mal kannst du ein bisschen Platz machen. Ihr raucht bitte mal schneller. Ich will mit dir reden. Wie komme ich an das Rezept von Kalom? Gar nicht. Er hält es in seiner Truhe verschlossen. Das rückt er niemals raus. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Koa Kalom. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Ja. Ja. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend. Wo bekomme ich das Sekret der Mindcrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten, am Labor. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Ah, okay. Wir können ihn also ansprechen. Müssen wir nur noch finden. Hey, du! So, hier ist er schon mal nicht. Verzieh dich, raus hier! Ja, ich weiß doch. Ich weiß doch. Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Ja, das glaube ich dir sogar. Nettes Völkchen. So, wer bist du? Ach so, Novize. Hey, du. Ja, ich weiß, ich guck doch nur. Du weißt ja doch, was gut für dich ist. Koa Kalom, wo bist du? Ich glaube, der ist hier oben irgendwo. Das Rezept klauen, das ist ein Auftrag vom alten Lager. Ich glaube nicht, dass wir das tun. Lass mal abwarten. Es wird nicht so heiß. Vielleicht aber doch. Okay. Da ist auch niemand. Oh, was haben wir hier? Trainer, Training. Wie viel Geld haben wir? 50. Gornatot. Okay. Hallöchen. Kannst du mich trainieren? Geh mir aus den Augen, Unwürdiger. Ich trainiere nur die Templer des Schläfers. Unwürdiger? Sag mal. Na ja, gut. Das müssen wir erstmal schlucken. Wer bist du? Koa Anga. Hey, das sagt mir noch was.
Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst deine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Okay. Er ist auf jeden Fall viel netter wie der andere Typ. Okay. Die trainieren nur die Templer, die Gleichgesinnten. Und wir müssen auch langsam mal trainieren. Wir haben 20 Lernpunkte schon und 50 Erz. Vielleicht können wir da irgendwas mit lernen. Ich habe das Gefühl, ich laufe hier nur im Kreis rum. Templer. Koranga, wo bist du? Ist das hier hinten? Da unten steht noch jemand. Na gut. Moment, ist da noch? Nee, da ist auch keiner. Okay, dann gehen wir mal hier runter. So, wer bist du? Du stehst da so alleine rum. Eine Wache bestimmt. Naja, schaut uns an. Templer. Hm. Da hinten ist auch noch eine Hütte. Oh, hier kann man sich doch ganz schön verlaufen. Aber ich finde das Gebiet klasse. Gefällt mir hier. Ja, nur sollten wir aufpassen, dass wir hier nicht noch irgendwelche Sumpfhaie begegnen. Komm, sag ich's. Nee, die Sumpfhaie, die sind überkrass. Denke ich zumindest. Jetzt können wir hier nicht umschauen uns mit der Maus. Jetzt hängt wieder irgendwas. Oh. Ich meine, wir können es versuchen, aber... Ha. Komm mal her, ja. Komm mal her. Ah. Na los, komm schon. Komm, Sumpfhai. Ich hau dich zu Brei. Komm. Ah, er kommt. Ein Hit und wir sind weg wahrscheinlich. Hallo? Ja. Das war zu erwarten. Aber ich wollte ja nicht hören. Wir brauchen unbedingt eine Rüstung. Überhaupt irgendwas brauchen wir. Mir ist es schwer, hier sich zurechtzufinden. Und wenn sie nur Gleichgesinnte trainieren, haben wir hier wohl gar nichts, gar keine Möglichkeit, irgendwas zu lernen. Na gut. Okay, dann gehen wir doch zu Laris und lassen uns hier rumführen. Alleine kriegen wir das, glaube ich, hier nicht gebacken, uns hier zurechtzufinden. Zumindest für den Anfang. Ja, hier ist wieder der Templer. Guanaran. Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Ja, okay. Dann wollen wir dich mal nicht weiter stören. Diese ganzen Sumpfgeräusche hier. Ah, gefällt mir richtig. Hallo? Niemand da? Das ist... Waren wir hier schon mal? Ich glaube nicht. Hallo, wer bist du? Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender.
Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe. Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Ah, der gefällt mir. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Alles klar. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Wieso braucht er so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber störe nicht den Meister bei der Meditation. Alles klar, ne, am Tempelberg waren wir schon. Baal Tondral. Der gefällt mir. Er gibt uns die Chance, uns zu beweisen. Und das werden wir auch tun. Wir werden dann demnächst ins alte Lager zurückkehren. Und ich glaube, dieser Dusty wäre eine gute Alternative, hier eine neue Seele hinzuzufügen. So, hier waren wir auch noch nicht. Wo sind wir hier? Darion. Hey, Darion. Du bist hier der Schmied. Kann das sein? Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ja, ich will was verkaufen. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Okay, die Waffen interessieren mich jetzt eigentlich relativ wenig. Wir wollen hier ein bisschen was verkaufen. Aber Bart für dich muss nicht gleich jeder wissen. Das passiert. Heilkräuter. Spitzhacke und Knüppel. Also so viel haben wir gar nicht zum Verkaufen. Leider. 8, 7. Lebensenergiebonus. 5, 3, 9. Okay. 80 Gold. Erz, sorry. Dann nehmen wir die 80 doch gerne mal mit. Die 3 schenken wir dir. Sofern ich nicht weiß, wie man das hier direkt aufteilen kann. 130 Erz haben wir schon. Nice. Wir kommen den 500 näher, um uns solchen Novizenrock hier zu kaufen.
So schmieden. Na gut, schauen. Muss man das können? Spezialfähigkeiten? Schleichen, Akrobatik? Kann man hier selber schmieden? Geht das? Darion, kannst du mal bitte weggehen? Oder können wir zumindest irgendwas schleifen? Nein. Nein, okay. Ah, da geht auch noch nichts. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier an Aufträgen? Rezept der Sekte, neue Seele der Bruderschaft. Das ist, glaube ich, unser einzigster Auftrag, die neuen Seelen der Bruderschaft, jetzt hier eine neue Seele reinzubringen. Ich hätte gerne noch Korkalom gefunden. Noch das werden wir wohl Lester fragen müssen. Ah, hier ist auch noch. Ah, wer bist du denn? Balkadar, können wir dich ansprechen? Hi, ich bin neu hier. Ah, okay, alles klar. Können wir nicht. Lester, wo bist du? Wo war hier der Eingang? Wo warst du? Ich glaube, auf der Seite hier. Ah, dass das hier alles hält überhaupt? Das sieht alles so zerbrechlich aus. Lester, mein Freund. Ja, doch, hier sind wir wieder am Anfang. Joru haben wir schon gesprochen. Ah, das wirkt ja alles so frisch und natürlich, voller Natur. Nicht so wie im alten Lager. Lester. Zeig mir den Weg. Und zwar... Alchemielabor ist das, glaube ich. Zum Alchemielabor. Folge mir. Ja, ab zu Korkalom. Glaube ich zumindest. Ach, wenn ich das so sehe hier, was die alle für schöne Waffen haben, sind wir hier die reinste, ausgelutschte Wurst hier, die hier ja, einfach nur hier rumhängt. Aber behalten. Na, wartet mal. Wir werden auch noch ein ganz großer. Ich dachte, das ist der Quatsch für viele. Mhm. Wenn du meinst? Ja, das meine ich. Wenn du die Leiter raufsteigst, dann kommst du zu Kalom, dem Alchemisten. Hier unten steht Fortuno, der Krauthändler. Ich warte hier auf dich. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Sonst gehe ich wieder zurück. Okay. Gut, dann können wir gleich bei Fortuno unsere Ration holen. Tritt näher. Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Okay. Machen wir. Die Ration haben wir schon mal. Jetzt gehen wir die Leiter hoch zu Korkalom. Korkalom, ich komme. Was machst du? Ah, nein, jetzt springt er wieder durch die Gegend. Ich dachte, das war schon geklärt. Wir bringen das Sekret der Mindcrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Korkalom. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Mindcrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Kannst du mir sagen, wie ich an das Sekret eines Mindcrawlers herankomme? Klar.
Nachdem du das Vieh getötet hast, packst du es an den Beißzangen und reißt sie gerade heraus. Dann kommt die Sekretdrüse mit raus, ohne zu zerreißen. Ah, haben wir das jetzt umsonst gelernt? Wofür braucht Korkalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Mit Hilfe des Elixiers will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Minecrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Alles klar. Okay. Interessant. Interessant. So, haben wir hier... Wir haben immer noch 20 Lernpunkte. Er hat uns das umsonst gelehrt. Das finde ich geil. Dann geht's jetzt ab zu Korkalom, würde ich mal sagen.